Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Fangen wir direkt an. Das wohl größte Thema, was derzeit um die Welt geht, ist, dass Michael Clark Duncan gestorben ist an einem Herzinfarkt. Das war der schwarze Schauspieler aus The Green Mile. Das sollte eigentlich jeder kennen, diesen Film. Das war ein super Film. Das war halt dieser Riese mit den großen Muskeln und alles. Das sollte eigentlich jeder kennen. Ja, also das geht jetzt gerade so ziemlich um die ganze Welt. Ich habe es gestern erfahren, ich weiß nicht mehr, wie ich es erfahren habe, aber ich habe es auf jeden Fall gestern erfahren. Ist schon schade, weil es war wirklich ein sehr guter Schauspieler, muss ich sagen. Und ja, das ist sehr traurig, das zu hören. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich bin leicht krank, wie man vielleicht auch an meiner Stimme hört. Ich war jetzt 2 Tage nicht in der Schule. Und ja, ich hoffe, das wird jetzt am Morgen wieder besser. Und ich werde jetzt erstmal die Vlogs weiter auf diesem Kanal führen, weil der andere hat noch nicht so viele Abonnenten. Das wird da nicht so viel Sinn machen, weil das wahrscheinlich nicht so viele Leute gucken würden. Ja. Was gibt's noch zu sagen? FIFA 13 habe ich mir jetzt endgültig vorbestellt. Ein Unboxing und Review gibt's dann am. Einen Moment. Gut, schauen. Am 27. September, direkt am Erscheinungstag, wird das wahrscheinlich bei mir ankommen. Ich habe diese exklusive Steelbook Edition mit diesen Ultimate-Dingern und Tralala, aber das sage ich euch dann im Unboxing. Ich habe ein Stativ, wie ihr vielleicht bemerkt, weil früher stand die Kamera immer hier oben. Und ich habe jetzt ein Stativ, das ist von Kullmann, halt deutsche Markenqualität. Ist schon 20 Jahre alt, aber das wurde noch nie benutzt, das war oben auf dem Dachboden und das ist top, also. Keine Kratzer, das ist neu. Nur war halt ein bisschen vollgestaubt, weil nach 20 Jahren ist das normal. Aber das ist richtig geil, also. Muss ich schon sagen. Sieht gut aus. Macht das, was es soll. Hier rumstehen, Kamera halten und mich da filmen. Also filmen macht die Kamera, aber halt die Kamera halten. Ja. Naja. Das waren jetzt also die Themen in diesem Vlog. Ach ja, und ich habe seit, ich glaube, ganz früh heute Morgen, 0 Uhr oder gestern Abend noch ganz spät, die 90 Abonnenten bekommen. Das freut mich sehr. Bin schon froh, also gespannt, wann ich die 100 da habe. Das wäre richtig geil. 90 Abonnenten nach fast 3 Jahren, das ist schon. Naja, also ich finde es gut. Dann weiß ich, dass auch manchen Leuten von euch meine Videos gefallen. Natürlich gibt es immer wieder solche Hater-Kommentare, die dann halt keine konstruktive Kritik da lassen. Also da kann man dann immer nur Beleidigungen rauslesen und was weiß ich. Aber das überlese ich einfach. Ich schaue mir halt nur die Kommentare an, die entweder positive Sachen sagen oder konstruktive Kritik. Das andere, das geht mir am Arsch vorbei, ganz ehrlich. Und ja, das soll es dann jetzt auch wirklich gewesen sein. Ja, haut rein, ne?